Ja, meine Damen und Herren, die Anträge 1050 und 1667 beschäftigen sich damit, dass sich die Mitgliedschaft im Militärbündnis der NATO nicht mehr an den außen- und sicherheitspolitischen Interessen orientiert und deshalb aus der NATO ausgetreten werden soll. Der Bundesfachausschuss meint, dass man das Thema durchaus diskutieren soll, aber er lehnt diesen Antrag ab. Und ich sage Ihnen auch die Begründung: Sicherheitspolitik orientiert sich an Realitäten, das heißt an Zahlen, Daten und Fakten. Die NATO ist ein kollektives Verteidigungsbündnis, es ist kein Angriffsbündnis. So, bitte lassen Sie mich. Ja, lassen Sie mich ausreden. Und das Motto der NATO heißt: Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Es besteht, und das will ich auch deutlich machen, ein eklatantes Streitkräfteungleichgewicht in Europa, und zwar zwischen Deutschland und Russland. Das darf man nicht negieren. Ich kann Ihnen sagen, dass Russland ca. 800.000 Soldaten unter Waffen hat, etwa 16.000 Kampfpanzer, 32.000 Schützenpanzer. Die Bundeswehr hat erheblich weniger. Es besteht Des Weiteren ist Herr Deutschland Paschewski, Ihre Redezeit ist zu Ende. Keine Nuklear. Herr Paschewski, Ihre Redezeit ist zu Ende. Ich entziehe Ihnen das Wort, Herr Paschewski. Nein, ich hatte Sie gebeten, zum Schluss zu kommen. Wenn Sie das nicht tun, dann ist es Ihr Problem. Wir haben hier vorne jetzt einen Antrag zur Geschäftsordnung. Bitte sehr, gleich drei Stück. Zieht das übrigens gut in die Länge, aber Sie können machen, was Sie wollen. Bitte sehr. Also, ich möchte, dass unser Antrag 1151 NATO als Verteidigungsbündnis zur Sprache kommt. Dieser Antrag relativiert diese NATO-Mitgliedschaft und ist realpolitisch. Der ist für beide Seiten tragbar, für die, die aus der NATO austreten wollen und aber auch für die, die in der NATO bleiben wollen, weil er eine realpolitische Beschreibung des Problems macht. Dankeschön. Gibt es zu dieser Priorisierung eine Gegenrede? Die kann ich gerade nicht erkennen. Dann habe ich noch einen GO-Antrag da hinten. Ja, bitteschön. Der Antrag war der: mit der Zeit ist die NATO für Deutschland gut, in Zukunft eventuell nicht. Derzeit, gerade derzeit, schadet die NATO Deutschland mehr als jemals zuvor. Bitte reden Sie nur zur Befassung mit dem Antrag. So, GO-Antrag, vorher kurz Herr Gauland dazu und dann nehme ich den nächsten GO-Antrag. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich habe volles Verständnis für alle kritischen Positionen zur NATO. Trotzdem würde ich Sie herzlich bitten, in der NATO zu bleiben und ich sage Ihnen auch warum. Ein Austritt würde auch Unsicherheiten bei unseren Nachbarn schaffen. Und wir würden auf uns auch wieder feindliche Stimmungen sozusagen richten lassen. Es ist falsch, Deutschland zu isolieren. Und liebe Freunde, denken Sie daran, der Fehler der wilhelminischen Außenpolitik war die Kündigung des Rückversicherungsvertrages mit Russland. Die NATO ist heute der Rückversicherungsvertrag mit Russland. Machen wir keine Baustelle auf. Keine diplomatische Baustelle. Wenn Bismarck heute hier stehen würde, würde er sagen: Bleibt in der NATO, aber verändert sie. Verändert sie von innen heraus. Das könnt ihr nur von innen machen. Niemals, wenn ihr austretet. Und noch ein einziger Satz. Alfred Krecker, das war die Zeit, wo die CDU noch was war, hat einmal gesagt: Wenn wir im Westen fest verankert sind, können wir uns ganz weit nach Osten herauslehnen. Der Mann hat recht gehabt. Bitte lehnen Sie den NATO-Austritt ab. Vielen Dank, Herr Gauland. Wir machen jetzt weiter mit Geschäftsordnungsanträgen am rechten Saalmikrofon. Da hatten sich zwei Leute gemeldet. Hat sich offenbar. Nee, okay, jetzt hat sich wieder einer überlegt. Gegenrede? Nein, Geschäftsordnungsantrag habe ich genommen. Ja, bitte melden Sie sich und gehen Sie dann Ich habe gedacht, dass GO-Anträge grundsätzlich vorgehen, aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Ja, können wir herkommen. 2148 ist der Antritt, der ganz klar den NATO-Austritt fordert. Ich würde ihn zuerst behandeln, weil er die stärkste Position ist. Danke. Welcher Antrag bitte? Die Erstbehandlung von 2148. 2148. So, dann
eine Gegenrede, den, den Austrittsantrag 2148 zuerst zu behandeln. Und auch losgenannt. Formal, da hinten jetzt noch ein Antrag zur Geschäftsordnung. Ich beantrage, nachdem Herr Gauland alles gesagt hat, was man sagen muss, die sofortige Abstimmung zu diesem Thema. Danke. Wenn ich den Antrag richtig auslege, ist damit gemeint die sofortige Abstimmung zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik als kompletten Programmteil des Leitentwurfs. Gibt es hier zur Gegenrede, bitte sehr. Leider hat ein Mitglied des Bundesvorstandes in einer außergewöhnlichen Stellungnahme, wie ja schon mal geschehen heute, einen Vortrag gehalten, was in meinen Augen nicht akzeptabel ist. Und deswegen fordere ich auf, die Diskussion weiterzuführen. Dankeschön. Haben wir die Gegenrede gehört? Jetzt gibt es noch einen Geschäftsordnungsantrag rechts und noch einen links. Ja, es gibt übrigens im Programmpunkt mehrere Anträge. Ich habe selbst auch eingestellt, der nicht so weit geht, dass er den NATO-Austritt kategorisch fordert, aber differenziert ist und auch Kritik an der NATO übt. Und welcher Antrag ist das? Damit der Antrag ist 1782, gut. Kein Bader, kein Weiß. Priorisierung 1782 habe ich jetzt auch. Noch jemand ohne Vorschein? Ja, genau. Bitte sehr. Linke Seite. Ich wollte nochmal fragen, ob wir das, was Herr Gauland sagt, dadurch konkretisieren können, dass wir unsere Soldaten wirklich nur noch für den inneren Verteidigungsfall zur Verfügung stellen. Wenn Sie sowas beantragen wollen, gehen Sie nach vorne zur Antragskommission und stellen einen Antrag. Eine Konkretisierung ist das. Ja, Konkretisierung ist jeder Änderungsantrag. Das hilft uns hier wirklich nicht weiter, so können wir nicht zusammenarbeiten. Geschäftsordnungsantrag nochmal, linkes Mikrofon. Ich möchte nochmal auf meinen Antrag 1151 verweisen. Ja, den habe ich auf dem Zettel. Ich habe hier, ja, ich hab hier mittlerweile 7 Geschäftsordnungsanträge. Ja. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir die jetzt nochmal wiederholen. Gut, aber ich möchte sagen, der widerspricht dem, was Gauland und Pazerski gesagt haben, ja auch nicht. Sondern das ist noch... Ja, danke. Soweit verstanden. Gut, dann habe ich jetzt auch noch einen Geschäftsordnungsantrag links, na klar. Antrag jetzt die Nichtbefassung mit diesen ganzen Änderungsanträgen, um endlich zur Abstimmung zu kommen. Danke, steht der Antrag auf Nichtbefassung mit den Änderungsanträgen oder ja auch Priorisierungsanträgen. Das geht dann gleich mit dem Antrag hinten, der sofortige Abstimmung wollte. Das stimme ich jetzt ab. Wer ist? Die Gegenrede haben wir bereits gehört zu diesem Antrag. Wer ist dafür, jetzt sofort zur Schlussabstimmung über dieses ganze Kapitel vorzugehen? Das ist nämlich auch die Nichtbefassung. Dankeschön. Wer ist dagegen? Dankeschön. Enthaltungen? Damit machen wir jetzt die Schlussabstimmung zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik in der aktuell geänderten Fassung. Wer dieses Kapitel so beschließen möchte, bitte ich um die blaue Stimmkarte. Wir haben eine Zeit ausgemacht. Dankeschön. Sie haben nicht das Wort. Wir sind in der Abstimmung. Gegenstimmen bitte. Gegen das Kapitel. Dankeschön. Wir haben nicht das Wort zum letzten Mal. Und Enthaltungen? Dankeschön. Der Antrag ist angenommen. Das Kapitel ist damit beschlossen.